Baby Emma freut sich auf Papas Sport. Also Mischka, bis gleich. Ehefrau Martina läuft den beiden davon. Komm, Charlie. Der bleibt wenigstens bei mir. Der Charlie. Michael Best schafft nur Schritttempo. Gut, ich hatte schon immer Gewichtsprobleme gehabt. Und weil ich immer sehr gerne esse und gerne trinke. Als wir uns kennengelernt haben vor 4 Jahren, da ist mein Mann mit mir joggen gegangen. Ja, früher bin ich viel gelaufen. 5 Kilometer. Aber heute mit fast 145 Kilo geht's einfach nicht. Komm, Charlie. Letztes Jahr, da wurde bei mir auch Zucker festgestellt. Und dann wurde es immer schlechter? Man schiebt das immer vor sich hin und denkt, naja, das geht doch. Weil die immer mehr zugenommen hat? Jetzt ist es so weit, dass ich was tun muss. Ziel ist bis zum Sommer, dass ich mit meiner Frau wieder joggen kann. Ja, immer. Das schaffen wir. Ja. Michael Best hat sich viel vorgenommen. In 4 Monaten wieder joggen können. Er hat Diabetes Typ 2 mit 42, Alterszucker. Der trifft heute immer Jüngere. Ich muss mich erst mal setzen, mein Kreuz. Michael Best ist einer von 8 Millionen Zuckerkranken. Zu viel Essen, zu wenig Bewegung. Das macht krank. Ja. Weißt du, wie schwer der ist? Rennen statt schlemmen. Wem schmeckt das schon? Was gibt's dir zu essen, Schatz? Nix. Michael Best muss abnehmen, wenn er den Zucker besiegen will. Maus. Frühstück mit der Familie. Für Tanja Heckel der schönste Start in den Tag. Ehemann Günther kommt mit frischen Brötchen von der Nachtschicht. Bei uns ist es halt so, dass du nur herzhaft isst und nicht süß. So kann man es eigentlich sagen. Ich bin eher so der Wurst-Käse-Esser. Also ich lasse lieber das Brot stehen und esse Kuchen. Eigentlich müsste Günther die Zuckerkrankheit haben, findet er. Doch es hat Tanja erwischt. Vor 6 Jahren. Inzwischen muss sie zu jeder Mahlzeit Insulin spritzen. Tschüss, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Günther Heckel bringt Tochter Jasmin zur Schule. Tanja bleibt allein. Ihren Job im Pflegeheim kann sie nicht mehr machen. Schwerer Diabetes mit gerade mal 38. Sie hat die Krankheit zu lange unterschätzt. Es ist halt, ich habe eine immense Wut auf mich selbst. Also ich meine, man weiß ja, dass gewisse Dinge krank machen. Und ich frage mich halt, ob ich wirklich mein Bestes gegeben habe. Also, was ich natürlich nicht habe. Klar, denke ich jetzt, hättest du dich mehr drum gekümmert, hättest du jetzt vielleicht keinen Nierenschaden, ja. Gegen den Zucker hat Tanja Heckel bis jetzt nur verloren. Tanja und Günther sind sich einig, sie werden das ändern. Ich habe jetzt 60 Kilo zu viel. Es passt nichts mehr, die Hosen passen nicht mehr, die Hemden passen nicht mehr und so weiter. Und du fühlst dich einfach schlecht. Abnehmen ist angesagt bei Michael Best. Nicht nur für Hosen und Hemden, sondern vor allem, um den Zucker zu besiegen. In dicke Streifen, bitte. Er kocht ab jetzt gesünder, unter strenger Aufsicht seiner Frau Martina. Sind die Streifen dick genug? Dicker. Noch dicker. Ja, dann sind sie ja so wie ich. Essen ist für mich eines der schönsten Dinge auf der Welt. Nudeln mag ich am liebsten. Oder Fleisch auf dem Grill. Mit Gemüse habe ich es nicht so. Statt Nudeln mit Sahnesoße, Hühnchen mit Gemüse. Michael Best erträgt es wie ein Mann.
Er ahnt, mit Zucker ist auf Dauer nicht zu spaßen. Und für dich mache ich das natürlich auch. Ja, teuer. Mit 145 Kilo. Meine Frau sagt, dann habe ich noch eine Lebenserwartung von 45 bis maximal 50. Oder ich erlebe die 50 nicht. Also ich persönlich finde mit 42, für das, dass er ein gesunder Mensch eigentlich ist, dass er jetzt Zucker hat, dass er fast eine ganze Apotheke jeden Tag schlucken muss, finde ich schon heftig. Immer. Es würde niemanden wundern, wenn ich anrufen würde und sagen würde, der mich gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Gell, mein Schatz? Emma. Und deshalb sagt er, es macht auch für die Emma, dass sie halt einfach auch ja, einen Vater hat, mit dem sie aufwachsen kann. Wollen wir das hören, Emma? Wir wollen das nicht hören. Hat die Mama recht, was sie da sagt, Emma? Michael Best weiß natürlich, er müsste sich viel häufiger zusammenreißen. Lecker. Mischka, das darfst du nicht essen. Ich weiß, dass ich das nicht essen darf, aber kleine Ausnahmen ist das Beste am ganzen Fleisch. Am nächsten Tag nimmt Michael Best den Kampf gegen den Zucker im Fitnessstudio auf. Strampeln gegen den inneren Schweinehund. Ich bin begann. Geht die Zeit rum. Hauptsache schwitzen. Tanja Heckel bekam die Diagnose Diabetes vor 6 Jahren. Da war sie schwanger mit ihrem 2. Kind. Bei der Untersuchung ist halt war ganz schlimm. Man schaut auf den Monitor und sucht mit seinen Augen nach dem kleinen Punkt, der so ganz wild schlägt und man sieht nichts mehr. Da ist nichts. Man sieht das kleine Würmchen im Bauch liegen und regungslos. War schon alles dran. War ein Mensch. Es war schlimm. Es war schlimm, ne? Und dann zu wissen, Diabetes ist schuld, das Kind lebt aufgrund dessen nicht mehr, hat in mir, also ich habe gegen mich selber Hassgefühle. Deine Krankheit soll verschwinden. Doch Diabetes geht nicht einfach weg. Wer den Zucker einmal hat, kann ihn in den Griff kriegen. Loswerden aber nicht. Tanjas Krankheit belastet auch ihren Mann Günther. Ich mache das dann mit mir aus. Ich weiß da nicht, was ich da noch sagen soll. Natürlich habe ich Angst. Ich habe Angst, dass ihr was passiert. Aber jetzt gibt es Hoffnung für Tanja Heckel. Eine Spezialklinik für Diabetiker. Mit Hightech den Zucker besiegen lernen. Da geht's hin. Günther und Tochter Jasmin kommen mit. Jahrelang hat Michael Best die überflüssigen Kilos angeschafft. Nun sollen sie ganz schnell verschwinden. In 3 Monaten will er mit seiner Frau wieder joggen können. Das ist hier halt öde. Das ist Kämpfen, dass man das macht. Versuchung Supermarkt. Was darf mit, was nicht? Wasser statt Cola. Gemüse, keine Nudeln. Fisch und kein fettes Fleisch. Sowas schmeckt natürlich richtig lecker. Es ist natürlich auch viel Fett da dran. Wenn es richtig knusprig gegrillt ist, wow, das ist was Leckeres. Die würden wir heute auch noch schmecken. Aber ich meine, irgendwann muss er anfangen, einfach kleiner zu essen. Das macht er halt seltenst. Vor ein paar Wochen habe ich noch 5 Hähnchenschlägel gegessen. Wie viel habe ich das letzte Mal gegessen? 2. Klar hat sie recht, im Verhältnis müsste ich noch, ich meine, ich schränke mich ja schon mit vielen Sachen ein, müsste ich noch, noch viel weniger essen. Aber ich will mich auch nicht kasteien. Ich meine, es geht ja voran und ja, ich esse gerne, da würde ich jetzt lügen. Und klar fällt es mir schwer, schmeckt halt lecker. Ja, sowas esse ich zum Beispiel schon sehr, sehr gerne. Wenn ich da angefangen habe, dann ist die Tüte auch leer. Aber das lasse ich einfach, das kaufe ich gar nicht.
Tanja Heckels Blutzucker spielt seit Jahren verrückt. In einer Spezialklinik für Diabetiker sucht sie Hilfe. Dass der Notarzt wegen Mama kommt, musste Tochter Jasmin schon oft erleben. Also ich mache mir schon Sorgen, aber... Ich würde es ihr gerne abnehmen. Aber dann hast du es doch. Ja, sicher, dann hätte ich das, klar. Aber für euch zwei? Im Arztgespräch fängt Tanja Heckel an zu zittern. Ihr Blutzucker ist zu niedrig. Professor Christian Rett weiß, so ein Schwächeanfall kann bis zum Koma führen. Sie braucht sofort Zucker. Apfelsaft hilft. Ich nehme an, dass Sie heute früh Ihre 25 Einheiten von dem Insulin gespritzt haben. Mhm. Haben Sie irgendeine Mahlzeit ausgelassen? Mittagessen. Haben Sie ausgelassen? Ja. Okay. Zu viel Insulin gespritzt und dann nichts gegessen. Tanja Heckel soll selbst sehen, was so etwas mit ihrem Blutzucker anrichtet. Deshalb setzt Professor Rett ihr einen Sensor ein, der ihren Blutzucker rund um die Uhr misst. Sie bekommen von mir ein Protokoll mit. Und in diesem Protokoll erfassen Sie bitte alles, was die Zahnreihe von außen nach innen passiert. Mit Ernährungsprotokoll und Sensor kommt Tanja zurück. Ich habe jetzt so einen Chip hier. Ja, da, fühl mal. In ein paar Tagen geht's richtig los. Dann soll Tanja völlig umlernen. 2 Wochen lang in der Klinik. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir Eis essen, sagt sie. Ohne Mittagessen ins Eiscafé. Tochter Jasmin freut sich, Tanjas Blutzucker nicht. Und der Sensor zeichnet alles auf. Also ich gehe ja davon aus, irgendwie ja keine Fehler zu machen. Rein ernährungstechnisch, ja. Gut, okay, manchmal ja, schon, ne? Ja. Wie man sieht. Oh, darf ich mal probieren? Mit oder ohne? Es ist schwer, gell? Generell ist es halt gemein. Ja. Du sagst, du machst Diät, dreht sich auf einmal alles nur ums Essen. Ja? Du siehst Werbung, ja, Essen. Ja? Also auf einmal, und auf einmal hast du auch Appetit auf Sachen, die du sonst nie essen würdest. So. Ernährungsprotokoll. Entschuldigung, Tiramisu, wie viel ist das ungefähr, ein Gramm? Tiramisu statt Mittagessen, ja, eine und Zuckerbombe. Cappuccino auch. Plus eine Kuchengabel Käsekuchen. Dein erstes Protokoll. Die Auswertung kommt in einer Woche in der Klinik. Ich darf 7 Löffel haben. Mm-mm. 6? Mhm. Das geht nur nach dem Gewicht und dann nach der Größe. Da habe ich Pech gehabt. Würde es am Gewicht gehen? Da würde ich ja 10 Löffel kriegen. Letzte Rettung, Diät-Shake. Mit dem Abnehmen klappt es nicht. Also lässt Michael Best das Essen erstmal ganz. Er hat sich einfach unter Kontrolle. Wenn er nicht mit dem Essen anfängt, muss er auch nicht aufhören damit. Er hat sich schon verändert. Also ich bin schon stolz auf ihn und das sage ich auch immer wieder. Dass er halt einfach, dass er es auch macht, dass er es auch durchzieht. Auch für Baby Emma. Das finde ich schon gut, dass der Michael eben nicht abends kommt und sagt, er schiebt sich jetzt eine Pizza rein, weil in einem halben Jahr will sie dann auch eine Pizza abends essen. Und wenn wir ja schon ungesund, süß, fett essen würden, das würde die ja jetzt auch schon essen. Bis vor kurzem hat Michael Best gleich nach dem Abendbrot den Kühlschrank geplündert. Jetzt macht mir das überhaupt nichts aus. Dann mach ich ihn zu. Wollen Sie noch Butter oder Margarine oder essen Sie das nicht aufs Brötchen drauf? Ich esse es eigentlich schon, aber ich wollte es jetzt eigentlich mal lernen zu vermeiden. Okay, sehr ja? gut. Weil in Wurst und Käse ist ja schon Fett drin. Ich esse so gerne Wurst. Frühstück unter Aufsicht. Tanja Heckels erster Tag in der Diabetikerklinik. Man ungewöhnlich ohne Butter. Das Fett. Das Fett ist unser Feind. Und man weiß ja bald gar nicht mehr, was man noch machen soll. Ja, also sie essen ja alle wie Mädchen hier. Das ist doch hier, das ist doch wie Mädchen. Ich habe immer gegessen wie ein Mann. Also 1-2 Brötchen, essen wie ein Mann halt. Ja. Samstag haben sie es richtig krachen lassen. 67 Gramm. Die Zuckerbombe, das Tiramisu aus dem Eiscafé.
Sie haben abends 10 Einheiten gespritzt, im Hinblick auf das Tiramisu. Professor Rett erklärt Tanja Heckel, was in ihrem Körper passiert. Klar, Tiramisu lässt den Zucker nach oben schießen, die angeblich gesunde Apfelschorle aber auch. Sie haben dann abends noch einmal gespritzt, um 21 Uhr. Sie sind aufgewacht und haben gemerkt, hoppla, stimmt was nicht. Das ist aber eine Folge dieser 15 Einheiten. Das ist viel zu viel. 15 Einheiten Insulin haben Tanja Heckels Blutzucker in den Keller getrieben. Die Folge? Mitten in der Nacht musste sie essen. Ihr wird klar, sie spritzt zu viel und isst das Falsche. Ein Teufelskreis, der dick und krank macht. Man selber geht ja davon aus, man ernährt sich ja gesund. Ich esse da die Tomate und da die Paprika. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass ich ja eigentlich noch zu wenig von diesen Sachen esse, aber zu viel von den Sachen, die an Diabetes begünstigen. Tanja Heckel hat bisher nicht genau darauf geachtet, was und wie viel sie wirklich isst. Aber wer achtet schon auf jeden Bissen? Sie setzen die falschen Schwerpunkte. Richtig. Ja. Zu fettreich, zu zuckerreich, zu ballaststoffarm. Jetzt habe ich einen Ansatz. Ich kann jetzt was tun. Ich weiß, wo ich was tun muss oder kann, sollte, ja, um eben meinen Kampf gegen den Diabetes auch zu gewinnen. Dem habe ich ja einen Krieg angesagt. Michael Bests erster Erfolg. Dank Diätshake und Sport sind 8 Kilo weg. Nordic Walking statt Kinderwagen schnaufen. Mischka, geht's? Alles bestens. Bin ich zu schnell? Nee. Mischka? Was denn? Was ist? Nix. Ja, das ist ganz schön schnell jetzt, wie wir laufen. Ja. Das hört sich jetzt schon wieder was ganz anderes wie vor ein paar Wochen, wo ich mich hier im Kinderwagen hochgequält habe. Das vor einem halben Jahr, kann ich vergessen. Ach, der wäre ja schon tot umgefallen. Hat einen Herzkollaps gekriegt. Geh, mein Schatz. Ja, wenn du das sagst. Ja, so auf, Schatz. Mach mal einen Turbo an. Im Sommer joggen. Seinem großen Ziel ist Michael Best einen Schritt näher gekommen. Er läuft seinem Diabetes davon. Ich könnte gerade noch eine Runde laufen. Oh, ich auch, du. Tanja Heckel beim Einkaufstraining, Teil des Klinikprogramms. Diabetiker müssen lernen, die richtigen Lebensmittel auszusuchen. Also ich greife auch mal zu Geflügel, aber ich greife auch mal hier diese Gourmet-Salami. Ja? Wonach geht das, was Sie greifen? Nach Appetit. Doch nach Appetit soll's nicht gehen, sondern nach Inhaltsstoffen, zum Beispiel Fett. 100 Gramm haben 25 Gramm Fett. Tanja Heckels geliebte Salami ist zu fett. Und angeblich magere Geflügelsalami? 25 Gramm Fett. Geflügelsalami? Selbe. Auch 25. Boah, fies, oder? Ja. Man muss nachschauen, auch beim Joghurt. Wir haben hier 5,3 Gramm Kohlenhydrate. Beim Naturjoghurt. Der Fruchtjoghurt hat dreimal so viel Kohlenhydrate. 16 Gramm. Also ein schon deutlich mehr. 40 Gramm. Das wäre seine Mahlzeit. Wenn du weißt, du isst gern Joghurt mit Granatapfel, musst du dir überlegen, was kann ich selber machen. Und da haben sie halt nicht den zusätzlichen Haushaltszucker. Das ist das Problem. Zucker ist für jeden Mist. Das ist für niemanden geeignet. Crashkurs von der Ernährungsberaterin der Diabetesklinik. Aber was darf man überhaupt noch essen? Wenn es so schmeckt, wie es riecht. Schlemmen wie ein Diabetiker. So nennt Hans Lauber seinen Kochkurs. Er selbst ist Diabetiker, doch er hat die Krankheit im Griff. Ohne Medikamente. 2 Jahre lang habe ich kein Stück Zucker gegessen. Ich habe das durchgehalten. Aber hallo, die Diskussion. Ja, ich habe auch eine Oma, die hat auch Zucker. Die isst auch immer Kuchen. Und die Menschen sind eigentlich schon ein bisschen gemein. Sie wollen einem dann auf die Probe stellen, hältst du es wirklich durch? Richtig, so kenne ich das auch. Gell? Ja. Hans Lauber zeigt Tanja Heckel Rezepte, mit denen er abgenommen hat. Und den Blutzucker gesenkt, ganz ohne Insulinspritzen. Was haben Sie denn normalerweise gegessen? Viel Unsinn. Natürlich hat man auch eine eigene Verantwortung für das, was man tut. Aber laufen Sie mal durch einen Großstadtbahnhof
Das ist unfassbar. Alle 2 Meter. Und das machen die nicht bewusst. Essensdüfte. Geh an diesen Versuchungen vorbei. Das können die Leute nicht schaffen, oder? Ja, das stimmt. Man hat was gekauft, was man vielleicht jetzt nicht gekauft hätte, hätte man es nicht gesehen und nicht gerochen. Und dann kann man aber den Leuten, finde ich, nicht unbedingt die Schuld dran geben. Dann hat auch die Gesellschaft irgendwo eine Schuld. Dann haben wir irgendwo auch eine falsche Politik. Eine Steuer hätte Hans Lauber gern. Auf Fett- und Zuckerbomben. Es war eine Geschmacksexplosion im Mund, was ich selber noch nicht kannte. Gesund kann Spaß machen, ob kochen oder laufen. Wer es richtig macht, nimmt ab und senkt den Blutzucker. Da wollen wir einmal Blutzucker messen. Mal schauen, wie der Blutzucker gefallen ist. Ich habe 141. Und Schnittkörper hatten wir 56 oder 156, ja so, ne? Also brauchen wir noch den Rückweg. Jeder Schritt ein Gewinn. Mit dem Schrittzähler kann Tanja Heckel den Erfolg messen. Wie viel hast du? Zeig. 3.838. Ich hab eins mehr. Michael Best ist Immobilienmakler. Ja, wie gesagt, hier unten können Sie Bürobereich. Seit 7 Jahren selbstständig und erfolgreich. Doch manchmal wird es eng für ihn. Der Kunde will unters Dach. Für Michael Best ist eine Etage tiefer Schluss. Die Treppe ist ja wirklich auch nicht für den Immobilienmakler gemacht. Zumindest nicht für einen mit seinem Format. Nee. Wir machen jetzt zu und ich rufe einen Notar an und dann geht das alles ganz schnell. Der Scherz kommt an beim Kunden. Der Frust dahinter nicht. Michael Best war ständig krank in letzter Zeit. Wenn ich in den 8 Wochen den Sport gemacht hätte, hätte ich 6 Kilo noch mehr abgenommen und würde weiter sein. Ich wünsche ihm viel Gesundheit, ganz viel Gesundheit. Und ein bisschen mehr, nicht ein bisschen mehr, sondern ein ganzes Paket mehr Ehrgeiz. Was er im Job hat, aber nicht privat. Es ist schwierig, weil man immer wieder Rückschläge hat. Und dann auch das noch. Michael Best hat einen Termin beim Diabetologen. Dr. Albrecht hat eine schlechte Nachricht. Michael Bests Blutzuckerwerte sind gestiegen. Ein Schock. Hier. Oh, da ist er jetzt höher. Das ist jetzt ja interessant. Warum ist er jetzt höher? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Okay. Was ich zurzeit für ein Problem habe, ich habe häufig Entzündungen. Grundsätzlich jede Entzündung, jeder Abszess kann den Zucker erhöhen. Mhm. Umgekehrt kann jeder erhöhte Zucker Entzündung oder Abszesse begünstigen. Okay. Ja, ist wirklich die Frage, was ist die Henne, was ist das Ei? Was kann denn als nächstes passieren, wenn sie es verschlechtern sollte? Der hohe Zucker kann viel kaputt machen. Soll ich Ihnen mal ein Bild zeigen? Oft fängt es an den Füßen an. Wunden, die nicht heilen. Einziger Ausweg, Amputation. Letztes Frühstück in der Klinik. Tanja Heckels Portion ist viel kleiner geworden in den letzten 2 Wochen. Ein Medikament hemmt ihren Appetit. Statt Männerfrühstück ein halbes Brötchen. Jetzt würde ich haushoch verlieren gegen jeden Mann. Hallo. Abschlussgespräch bei Professor Christian Rett. Insulin braucht Tanja Heckel kaum noch. Die erste Etappe, die haben Sie jetzt eindeutig gewonnen. Dieses schwere Wasser, in dem Sie mit dem Insulin drin waren, von ganz tief nach ganz hoch mit Fressattacken und Schuldgefühlen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Das ist jetzt sozusagen, ja, Sie kriegen es hin. Freudentränen. Freudentränen, wie ich sie nicht erwartet hätte. Also, Sie merken, ich habe selber in der Hand, was ich esse. Und ich muss nicht immer in die Falle der industriellen Nahrungsmittel tappen. Weil in der Nahrungsmittelindustrie, da sitzen Leute, die wollen nicht, dass sie satt werden, sondern die wollen, dass sie ihr Produkt kaufen. Tanja Heckel hat ihren Zucker im Moment im Griff. Sogar ihre Nierenwerte sind besser geworden. Guck mal, ich bin quieklebendig. Mami, passt auf hier. Ich habe auch Angst um dich, weißt du das? Nein. Es kann ja auch sein, dass du krank wirst durch meine Fahrlässigkeit.
In Tanja Heckels Kindheit hat Essen eine besondere Rolle gespielt. Jetzt, wo es ihr besser geht, will sie erzählen, warum sie so dick ist. Die Mutter, abgehauen, als Tanja noch klein war. Der Vater, Selbstmord. Tanja wurde zu Verwandten weitergereicht. Eine Kindheit ohne richtiges Zuhause. Das Schlimmste, was mir damals passiert ist, ist einmal die Gewalt, die mir angetan wurde. Geschlagen zu werden, ohne zu wissen, für was. Und zum anderen der sexuelle Missbrauch. Das erste Mal zu hören, komm, wir machen was, was Erwachsene machen. Danach gab es mich nicht mehr. Danach gab es Filmriss. Je dicker ich bin, desto unattraktiver bin ich für die Männerwelt. Das ist ein Schutzschild, das ist wie eine Ritterrüstung. Da kommt erstmal keiner durch, das ist Granit. Ich wollte hässlich werden. Ja. Ich wollte mich schützen. Und zum anderen, ich wollte auch nicht mehr leben. Jetzt muss ich das Richtige tun, weil jetzt geht es nicht nur um mich, jetzt geht es auch um Jasmin. Ich würde jetzt sagen, ist das eher. Die Zuckerwerte von Michael Best sind gestiegen. Ist es schon so weit, dass Nerven und Durchblutung geschädigt sind? Diabetologe Dr. Albrecht stellt fest, es ist alles in Ordnung. Noch. Der Rest ihres Lebens wird es ihre Aufgabe sein, da zu kämpfen und auch darauf zu achten. Es ist leicht, ihnen eine Tablette aufzuschreiben. Es ist leicht, eine Tablette zu schlucken. Aber es ist schwer und es ist anstrengend, sich zu bewegen, auf die Ernährung zu achten. Man fühlt sich eh nicht wohl und man will es irgendwie loshaben. Und dann probiert man eigentlich den schnellsten Weg. Also ich wollte jetzt eigentlich schon bei 20 Kilo sein. Das Gewicht runterzubringen, das ist schwer und das ist jeden Tag Arbeit. Und das muss Ihnen bewusst sein, das wird auch so bleiben. Natürlich frustriert das. Das zieht einem runter, weil ich habe mir was anderes noch vorgenommen gehabt, eigentlich bis jetzt zum Sommer. Joggen mit Ehefrau Martina? Noch klappt's nicht. Doch Michael Best weiß, jeder Tag, an dem er sich selbst überwindet, ist ein kleiner Sieg. Wenn ich mir was wünschen dürfte, 50 Kilo weniger oder 50 Zentimeter größer. Und was sagt Ehefrau Martina dazu? Dranbleiben und jeden Tag dran arbeiten, Stück für Stück den Wunsch, sich selbst zu erfüllen. Haben wir schon das Erste. Hast du aber so Fett drauf. Pur. Tanja Heckel räumt auf. Die fette Wurst muss weg. Das da. Alles versteckte Fette. Hm? Nicht nur für sie, sondern auch für Tochter Jasmin gelten jetzt neue Regeln. Nein. Fett pur. Nein. Auf zum Hundezüchter. Tanja Heckel holt sich die Belohnung für ihren Kampf gegen den Zucker. Sie braucht kaum noch Insulin. Die Heckels essen gesünder. Und nun kommt Tessie. Süß. Und das ganz ohne Zucker. Also von mir wirst du erzogen. Na? Von mir wirst du verwöhnt. Vor 4 Monaten ging es mir ja noch sehr schlecht. Da hätte man ja nicht gedacht, wie sich das alles mal entwickelt. Ja, und was ich jetzt von den letzten Ergebnissen ja mitbekommen habe, ist es gut. Und hier kommt die Unterstützung dazu. Ne? Bei dem Hund, da muss man ja rausgehen, man muss sich um ihn kümmern. Und es ist auch alles Arbeit. Und so bleibt man halt gesund, ehrlich gesagt, und fit. Jetzt bringen Tanja Heckel und ihre Familie der kleinen Tessie das Laufen bei. Und das Hundebaby ihnen. Hey, Tessie, das ist ein historischer Moment. Komm. Hier lang, komm. Komm, wir laufen nach Hause. Komm. Wie ist denn das erste Mal Gassi gehen? Komisch.